Hallöchen Leute, Tobias ist hier. Heute mal wieder mit den wöchentlichen Patch Notes und Backpack Battles. Wie ihr seht, erwartet uns hier ein neues Shield, das neue Item der Woche. Wir befinden uns gerade auf dem Beta-Server. Dieser Beta-Server ist immer Freitag bis zum Patch offen und ihr könnt den neuen Patch dort schon bespielen. Wie auf dem Beta-Server kommt, steht in der Beschreibung. Ansonsten gibt es natürlich noch viele weitere Änderungen, Reworks, Buffs und Nerfs. Aber, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gab einen Early Access Announcement-Trailer für Backpack-Battles mit den beiden neuen Klassen Pyromancer und Berserker, 4 neuen Items. Das alles kommt am 8. März, also gar nicht mal mehr so lange hin. Ein Video zu diesem Announcement wird noch kommen. Gehen wir jetzt mal erstmal über die Patch Notes. Moonshield ist das neue Item des Patches. Gebaut wird es aus Shield of Valor und Mana Orb, hat die defensiven Eigenschaften des Shield of Valors, also 30% mehr Rüstung für benachbarte Items, 35% Chance 12 Schaden zu verändern und 0,7 Mana zu entfernen, aber auch noch ein Mana Buff kommt dazu, und zwar benachbarte Items, die nebendran sind und Rüstung generieren, geben ein Mana pro 10 Shield. Bedeutet, man braucht weitere Shield-Items, um diesen Boni möglichst genießen zu können. Also ein sehr, sehr Late-Game-Item. Zum Beispiel Leather Armor, Stone Skin Potions sind ziemlich gut damit. Aber vor allem auch Vampiric Armor, ein Item, was alle 3 Sekunden Shield generiert und dementsprechend dauerhaft Mana generiert. Das ist eine sehr gute Kombination. Ich denke, Moonshield werden wir im Late Game häufiger mal sehen, aber jetzt kein Item, was die Meta definieren wird. So, kommen wir nun zu den Reworks. Das Rework des Patches ist Spectre Dagger. Spectre Dagger wird nun mit der Mana Potion hergestellt und nicht mehr mit dem Mana Orb. Meiner Meinung nach ein Nerf. Bedeutet, die Daggers schwieriger herzustellen, weil man natürlich erstmal die Mana Potion herstellen muss. Andererseits kann man sich so Mana Orbs aufsparen für Mana Gain oder für andere Items. So, kommen wir nun zu den Buffs des Patches. Platinum Customer Card wird wieder gebufft, jedoch wird nur die Unique Item Chance um 8% erhöht. Bedeutet 2% Standard Chance auf 10%. Heißt, mit der Platin Customer Card hat man 10% Chance, jeder Runde eventuell ein uniques Item im Shop zu haben. Ansonsten werden mal wieder viele Waffen, die momentan nicht so viel gespielt werden in der Meta, gebufft, indem der Schaden erhöht wird. Ruby Chance Schaden wird um 2 erhöht. 11 bis 16 statt 9 bis 14. Poison Dagger macht nun 3 bis 6 Schaden statt 2 bis 5. Pandemonium macht nun 7 bis 9 Schaden statt 6 bis 8. Excalibur macht nun 7 bis 8 Schaden statt 6 bis 7. Taskpiercer macht nun 9 bis 12 statt 8 bis 11 Schaden. Und auch Crossblades wurde gebufft. Da geht der Schaden auf 8 bis 11 von 7 bis 10 hoch. Auch Fancy Fencing Rapier wurde erneut gebufft. Diesmal nicht vom Damage her, sondern der Damage Buff gab es im letzten Patch, dass nun mehr Scaling on Hit ist. Dafür geht jetzt der Cooldown von Fancy Fancy Rapier runter von 1,8 auf 1,7. Kommen wir nun zu den Nerfs. Belladonna's Whisper hat eingeschlagen wie eine Bombe. Dank Belladonna's Whisper ist nun der Poison Ranger mit Poison Ivy zurück im Spiel. Kassiert dafür den ersten Nerf. Belladonna's Whisper macht nun alle 8 Schaden von der Sternwaffe ein Gift statt alle 7 Schaden. Das Wording hat sich ein bisschen geändert, weil das schwierig rauszulesen war, wie Belladonna's Whisper funktioniert. Das heißt, immer wenn die Waffe auf die Belladonna's Whisper zeigt, 8 Schaden macht, also bei 8 Schaden, 16 Schaden, 24 Schaden, 32 Schaden und so weiter, kann Belladonna's Whisper vergiften. Beispielsweise, wenn 32 Schaden kommen, vergiftet Belladonna's Whisper um 4. Der Schaden wird auch gespeichert und gestackt. Heißt, man kann erstmal 12 Schaden machen, vergiftet Belladonna's Whisper um 1. 4 Schaden werden gespeichert. Und dann braucht man nur noch 4 weitere Schaden machen, damit Belladonna's Whisper erneut vergiftet. Wird nach dem Nerf immer noch super stark sein. Staff of Unhealing wurde ordentlich genervt. Der Text ist weniger geworden, denn die plus 4 Heilung bei Mana verbraucht wurde komplett entfernt. Heißt, Staff of Unhealing hat keinen Bonus hier mehr, nur noch die 10 Heilung alle 2 Sekunden. Und wenn man 6 Mana verbraucht, macht Heilung auch Schaden. Ziemlich harter Nerf, Staff of Unhealing gerade in High Elo extrem stark gewesen. Bin ich mal gespannt, ob dieses Bild weiterhin stark genug sein wird. So, kommen wir zum letzten Nerf. Die andere Reaper-Variante war wirklich extrem stark. Nun vergiftet diese Flasche erst nach 6 Sekunden erneut, statt 5 Sekunden, was natürlich den Burst-Potenzial reduziert. Mich persönlich hat es sehr gewundert, dass Darksaber nicht genervt worden ist. Gerade in der aktuellen Meta extrem starkes Burst-Potenzial, vor allem die Stamina-Kosten. Meiner Meinung nach zu gering mit 1.
bedeutet, wenn man ja jede Sekunde ein Stamina generiert, kann Dark Saber trotzdem die ganze Zeit jede Sekunde angreifen. Wenn man das beispielsweise mit der War-Variante Light Saber vergleicht, hat sogar ein Light Saber Stamina-Kosten von 1,2. Dementsprechend hoffe ich da auf Nerfs in der nächsten Woche. Das war's schon mit den Patch Notes für diese Woche. Ich bin schon sehr gehypt auf den Early Access mit dem krassen neuen Content im März. Ich hoffe, ihr auch. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Tobias.